In diesem Video lernst du, wie du Bleche richtig klebst und welche Vor- und Nachteile solche Klebeverbindungen haben. Beim Spenglerhandwerk brauchst du stoffschlüssige Verbindungen. Zum Beispiel werden Bleche mit einem Kleber miteinander verbunden. Dadurch erzeugen wir eine unlösbare Verbindung, die fest genug ist, um die auftretenden Kräfte aufzufangen und natürlich auch dicht ist. Solche Klebeverbindungen kommen dann zum Einsatz, wenn sich die Materialien, die wir verbinden wollen, nicht löten lassen. Geklebt wird auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt. Metall besitzt eine höhere Oberflächenenergie als andere Stoffe. Dadurch lassen sich Metalle untereinander sehr einfach verkleben. Aber auch mit anderen Werkstoffen wie Holz oder Beton lassen sich Bleche verkleben, wenn der richtige Kleber verwendet wird. Zusätzlich erhalten wir eine gleichmäßige Spannungsverteilung bei unseren Materialien. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass wir beim Kleben eine geringere Wärme- und Dauerfestigkeit gegenüber dem Löten haben und die Aushärtung unseres Klebstoffs teilweise sehr lange andauern kann. Beim Verkleben von Metallteilen werden Polymerkleber verwendet. Hierbei müssen wir die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers genau einhalten. Wenn wir zum Beispiel eine Dachrinne kleben, müssen wir das Blech vorbehandeln. Das heißt, unsere Fugenflächen müssen aufgeraut, fettfrei und sauber sein. Danach tragen wir den Klebstoff nach den Vorgaben des Herstellers auf. Wichtig ist, dass wir nicht zu wenig Klebstoff auftragen, da der Kleber einen bestimmten Mindestquerschnitt benötigt, um alle Anforderungen erfüllen zu können. Während unsere Dachrinne aushärtet, dürfen unsere Teile nicht verrutschen. Richtig geklebt und deine Dachrinne hält sogar im Weltraum. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre2Go ist ein Projekt von Ibis Ackerm, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.